Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Amnesia, A Machine for Pigs. So, ich habe es euch ein bisschen heller gemacht. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. Ich denke mal, es ist viel angenehmer für euch jetzt zum Schauen. Falls ich es doch nochmal ein bisschen heller machen soll, könnt ihr es mir einfach in die Kommentare schreiben, wenn es dann besser zu gucken ist. Weil, ja, kannst du das bitte lassen, Kind? Ehrlich. War das die Tür, die gewackelt hat? Ah! Das Gemälde ist irgendwie cool. Was ist das, eine Burg? Wow, echt cool. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist die Webcam auch ein bisschen blöd. So vielleicht eher. Naja. Okay, das Schwein im Anzug. Sind echt interessant, die Gemälde. Und alle echt unterschiedlich. Das ist cool. Es gibt ja oft Games, da wiederholen sich die Sachen. Also, dass die Gemälde ziemlich gleich sind. Aber manche sind hier auch echt horrormäßig, ne? Mit Kindern hier drin. So ein Mann in so einem Sarg, der rausgreift. Und wieder so eine Schweinemaske. Was ist das? Ah, da kann ich mir was anhören. Okay, dann hören wir uns das mal an. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful tomato pills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, where the Ministry sent me. That they have concerns. Man macht sich also Sorgen. Sorgen um was, wüsste ich gerne. Das scheint was mit dem Schatz zu tun haben. Den wir suchen. Okay. Lauter so Hieroglyphen, Tempel. Auf was waren wir denn eine Suche? Von was? Oh. Kann ich hier drunter? Was war das? Oh mein Gott, das Bild hat's von der Wand gerissen. Oh mein Gott, was war das? Ja, das hört sich an wie so eine alte Uhr von meiner Oma. Die hatte auch so eine. Ja, da drüben die Standuhr. Da staubt es noch von der Lampe. Da ist ein Bild runtergekommen. Genau 12 Uhr natürlich. Boah. Boah. Ich weiß nur nicht, wieso das passiert ist. Okay, es hat aufgehört zu stauben. Was ist so ein komisches Geräusch hier? Wir gehen einfach mal weiter. Und hoffen. Wir schnell irgendwo langkommen. Okay, ein Telefon. Muss ich dran gehen? Stimmt, oder? Okay, das finde ich ein bisschen beruhigend. Nee, wir tun den mal weg. Dass ich gleich da runterkriechen möchte, so zu mich zu. Ah, da komme ich nicht runter. Okay. Vielleicht hier noch irgendwas drin, bevor ich. Da ist noch eine Notiz. Also, wir gehen erstmal da dran. Okay. Mal sehen, was es hier zu hören gibt. Hello. Precious eagle cactus fruit. Help us. Was? Adlerkaktusfrucht? Okay. Ich frage einfach mal nicht und wir lesen einfach mal die Notiz. 7. November 1898. Die Bank sperrt sich gegen den Kredit, diese ignoranten Schweine. Nachts, wenn die Kinder und Diener fest schlafen und mich nicht hören können, weine ich alleine. Mein Liebling, oh, wie sehr ich dich jetzt bräuchte. Sie sagen, dass ich mein Vermögen verprasst habe, dass meine Investitionen in die neuesten Maschinen der Familiennamen ruiniert haben. Wie bitte? Ich soll einen hiesigen Metzger bleiben?
Was sind diese beiden Waffen schon im Vergleich zur Vielzahl an deren, auf die man ohne Bezahlung, ohne Mühe, durch die Adaption der Mechanismen Zugriff hat, die man in der Webstühlen und den Mühlen finden kann? Wenn sich die Bank aber durchsetzt, wird alles umsonst gewesen sein. Ich schwöre, sollen sie sich das Haus holen wollen, dann werde ich sie töten. Ich werde sie alle töten. Mein Gewehr werde ich nehmen. Mein Gewehr. Wow. Okay, also wir waren ein Metzger oder sind ein Metzger. Ich weiß ja nicht, ob wir die Person jetzt sind. Ich habe keine Ahnung. Hier ist nichts weiter. Hier ist noch ein Gemälde. Okay. Und hier sind... Oh. Ah, da waren Kratzspuren. Das habe ich gar nicht so wirklich gesehen. Wo geht jetzt hier was auf? Oh. Geheimgänge. Wie spannend. Wie cool. Kann ich da durch? Da ist ein... Okay, der Hebel scheint irgendwie nichts zu machen, oder? Ah doch, der macht die Tür wieder auf. Ja, nee, mach die mal zu. Kein Bock, dass mir was folgt. Warum liegt da jetzt eine Schweinemaske? Bah! Das Bad? Das. Die Frau sieht ein bisschen besessen aus. Eine Frau mit einem Kind, ein alterer Mann. Okay. Sind das Bilder geschossen von den Leuten, die in den Spiegel geguckt haben? Wow, okay. Das ist sehr komisch. This dawning epoch. This age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Okay, Bilder, wie jemand in der Wanne liegt. Okay, und irgendjemand, der sich dabei hier betrunken hat. Okay, und das macht uns eine Tür auf. Jetzt kommen wir jetzt. Den Flur raus. Boah. Schrecklich. Okay. Aufwecken des Puppenhauses. Lilibeth Lily Mandos, hier begraben am 26. September 1890. Die Engel klagen dir zu Ehren. Deine Zähne verkauft für die Püppchen der Armen. Was? Wow. Creepy shit. Okay. Aber um ein bisschen Spannung reinzubringen, würde ich sagen, Ende der Part hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Amnesia, A Machine for Pigs. Und bis dahin. Ciao.